Das ist unser kleiner Dampfer, unser Bötchen. Und wir befinden uns auf Landgang. Let's go! Let's go to the monkey. Wow, guckt euch mal um. Nice. Viele alte Gebäude, wir sind hier in einer Art Marktplatz oder Innenhof. Und wir nehmen euch mit jetzt da den Felsen hoch. Unser Trip in Gibraltar neigt sich dem Ende. Wir sind vom Schiff den Berg hochgelaufen. Ihr habt es mitbekommen, etliche Treppenstufen zurückgelegt. Oben ein bisschen Zeit mit den Affen verbracht, ein Erfrischungsgetränk zu uns genommen und dann schön mit der Gondel wieder runtergefahren. In Lanzarote lässt es sich wirklich aushalten. Es ist wunderschön hier, also wenn ihr mal Kanaren besuchen solltet und euch hier rumtreibt, dann macht einen kleinen Halt auf Lanzarote, denn es ist schön. Schaut mal. Angekommen im Porto del Rosario auf Fuerteventura und wenn ihr mal türkisfarbenes, hellbläulich schimmerndes Wasser haben wollt, mit übelst viel Sonnencreme drin, sagt Lars gerade. Dann müsst ihr hier hinkommen. Aber das Wasser hat echt eine schöne Farbe, so vom Prinzip her. Okay, kleine Challenge. Wie viel machen wir? 50 oder 100? Wir machen 100, 100 Ballkontakte beim Beachballspielen. Mindestens 123. Ja, nachmachen. Ihr wisst Bescheid. So, wir fahren jetzt mit dem Taxi wieder zurück, weil unsere Wanderung doch längerer Natur war. Und wir keine Lust hatten, den Weg jetzt nochmal zurückzulaufen, weil die Sonne schon ganz gut am Start ist hier auf Lanzarote.
Mallorca angekommen. Die 11-tägige Kreuzfahrt samt Basketballcamp geht zu Ende. Wir hatten eine gute Zeit und ich hoffe, ich habe euch einen Einblick geben können, wie sowas aussehen kann. Sowohl das Leben hier auf dem Schiff als auch der sportliche Teil, den wir gemacht haben. Wir haben euch mitgenommen auf ein paar Inseln, bei ein paar Stops wart ihr dabei. Und vielleicht machen wir das nächstes Jahr nochmal, dann seid ihr wieder dabei. In der Zwischenzeit da ein Abo und hier ein Like und was man alles machen kann. Paul Gude Basketball, bleibt dabei, wir hören uns.